ihr habt gesehen, wir machen heute Eierlikörkuchen. Und zwar, ich habe die ganze Zeit gedacht, ah, soll man den machen oder nicht, weil er einfach so leicht ist. Aber es ist auch eins meiner Lieblingskuchen, deswegen habe ich gedacht, darf der natürlich nicht fehlen. Ich mache jetzt wieder so eine kleine Mini-Portion. Und ihr könnt den so als Eierlikörkuchen machen oder wie ich. Ich gebe noch Schokostreusel dazu. Aber das ist wirklich nur so ein i-Tüpfelchen, was man dazugeben kann. Ansonsten ist es ein ganz normaler, leckerer Eierlikörkuchen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit den Zutaten. Und zwar für meine kleine Form brauchen wir ein Ei, 50 Gramm Zucker, dann so ein halbes Päckchen Vanillezucker, 50 Milliliter neutrales Öl, 50 Milliliter Eierlikör, 25 Gramm Mehl und 25 Gramm Stärke. Das habe ich hier schon zusammen rein. Dann brauchen wir noch so einen Teelöffel Backpulver. Und ich glaube, jetzt haben wir alles. Und beziehungsweise halt noch die Streusel, wer mag. Und wer sie nicht mag, lässt sie einfach weg. So, also den Ofen habe ich jetzt schon mal auf 175 Grad eingestellt zum Vorheizen. Das Ei habe ich jetzt schon in die Schüssel gegeben. Jetzt gebe ich dann den Zucker noch dazu. Und das halbe Päckchen vom Vanillezucker. Und das Ganze tue ich jetzt erstmal cremig rühren. Wenn wir das haben, gebe ich jetzt einmal so die Hälfte vom Öl dazu. Und die Hälfte vom Eierlikör. Jetzt verrühre ich das und dann gebe ich den Rest von den beiden Sachen noch dazu. Jetzt geben wir noch die trockenen Zutaten dazu, Mehl und Speisestärke und Backpulver. Und verrühren das nochmal. Jetzt gebe ich die Schokostreusel dazu und da gebe ich jetzt keine Mengenangabe, weil das könnt ihr einfach machen, wie ihr wollt. Der eine mag es halt ein bisschen mehr, der eine ein bisschen weniger. Die können wir jetzt dann einfach unterheben. Und dann können wir das Ganze auch schon in die Form geben. Ich gebe jetzt nicht alles rein, sondern fülle es noch in eine separate kleine Form, weil der ja noch aufgeht, damit es einfach nicht zu viel Teig ist. Und dann kann das Ganze jetzt schon ab in den Ofen. So, da bin ich wieder. Und zwar bei mir war das Ganze jetzt 35 Minuten im Ofen. Solltet ihr aber das in einer großen Gugelhupfform machen und die fünffache Menge nehmen, dann wird es schon so bis zu einer Stunde dauern. Da müsst ihr dann selbst gucken, ob es oben dann vielleicht nach einer gewissen Zeit abdeckt, damit es nicht zu braun wird. Bei mir war es jetzt nicht nötig. Und ja, 35 Minuten im Ofen. Und wie gesagt, der ist ganz fluffig. Deswegen liebe ich den auch so. Also der ist so, oh, so richtig schön weich, saftig. Und ja, dann macht's nach. Lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!